Hallo, liebe Modellbahnfreunde. Wieder mal habe ich ein Problem und wie ihr hier seht, mit dem Licht an dem Wagen, dass ich hier eine Stromunterbrechung habe. Und dass das ein Problem wird, was sich ausweitet und mich stundenlang beschäftigt, habe ich zunächst einmal nicht gewusst. Zunächst schraube ich hier die Schienen los. Es ist natürlich eine schwierige Stelle zwischen zwei Bahnsteiggleisen. Ein Querschienenstück herauszunehmen. Das Problem zieht sich schon über längere Zeit hin. Und ich habe mir heute, wie gesagt, vorgenommen, das endlich mal zu lösen. Es wird ein sehr amüsantes, langes Video. Bleibt bitte dabei. Ich habe für euch am Ende des Videos noch eine kleine Überraschung zugefilmt. Es lohnt sich, dabei zu bleiben. Zunächst versuche ich mit so wenig wie möglich Schienen zu lockern, damit das Ganze sich nicht verschiebt und nicht zu einem größeren Problem wird. Aber wie man sieht, geht schon mal im ersten Anlauf die ganze Geschichte nicht auseinander. Es muss schon wieder mehr zerlegt werden, als ich mir das so vorgestellt habe. Es will einfach nicht auseinandergehen. Also geht es weiter. Ich hoffe, ihr habt letztlich ein bisschen Spaß, hierbei zuzuschauen, wie ich mich hier abquäle, mit so wenig wie möglich Schrauben zu lockern, so wenig wie möglich mir weitere Probleme einzufangen. Aber wie ihr seht, es wird und wird schwierig. Jetzt haben wir schon mal ein Stückchen auseinander, aber noch nicht das, wo eigentlich das Problem liegt. Das Problem liegt ja in dieser Querschiene. Na, wird's jetzt? Es sieht jetzt langsam ganz so aus. Ja, es wird. Ursache von der ganzen Geschichte ist, dass eine zweite Isolation am anderen Ende der Schiene ist. Links war eine Isolation, rechts war eine Isolation. Folglich hat das Stück schon seit sehr langer Zeit keinen Strom. Da ich nur selten über diesen Bereich fahre, ist es mir gar nicht so aufgefallen, bis mir dann mal eine Lok da stecken geblieben ist und ich mir gesagt habe, alleweil muss man mal was tun. An sich hatte ich damit gerechnet, dass die Schiene entweder mit der Lasche nicht mehr richtig sitzt oder dass die Schiene einen Defekt hat. Aber dass da noch eine Isolierung ist, das war nun mal nicht zu erwarten. So, und nun beginnt des Dramas zweiter Teil. Es muss nämlich jetzt das Ganze wieder zusammengebaut werden. Und es ist mir ein völliges Rätsel. Es fehlt plötzlich ein halber Zentimeter. Ihr merkt das jetzt noch nicht. Das wird sich jetzt noch zusammenstecken lassen und die Verbindung ist wieder da. Und dann denkt man doch, dass jetzt das gerade Stück von dem Gleis 1 des Bahnhofs überhaupt kein Problem werden könnte, wieder da dran zu kommen. Aber es wird ein Problem. Zunächst einmal klafft das Ganze ein bisschen nach oben. Es hat durch das Herausnehmen Spannung bekommen. Das muss man jetzt auch erst noch korrigieren. Und die Schienen lassen sich auch nicht so schön zusammenstecken. Wenn man C-Gleis hätte, wäre das ein bisschen einfacher. Aber dann wäre das Problem fast überhaupt nicht mehr zu lösen.
weil es beim C-Gleisen nicht so viele Zwischenstücke gibt wie noch beim M-Gleis. Aber wenn bei einem M-Gleis einem dann so ein halber Zentimeter fehlt, wird das Ganze auch nicht einfach. Die Schwellen gezählt und bin dann auf 12 Schwellen gekommen, die ich das bräuchte. Dann habe ich mir auch ein Stück Schiene besorgt mit 12 Schwellenteilen, musste aber dann wieder feststellen, dass diese Schwellen doch ein bisschen weiter auseinander waren und dann das Ganze 1 cm zu lang wurde. Also jetzt sieht man da immer noch, da wo meine Hand ist, dass da eine Lücke klafft, die sich einfach nicht schließen lässt. Nun bleibt einem an diesem Fall nichts anderes übrig, als das Ganze ein bisschen zu interpolieren, dass man halt sagt, man lässt da ein bisschen und dort ein bisschen. So ist es auf dieser kurzen Strecke praktisch nicht möglich, einen halben Zentimeter auszugleichen. Zunächst bin ich ja schon mal froh, dass das Ganze wieder einigermaßen aufliegt. Oben macht. Aber schaut selbst, das Problem ist noch da, der Abstand ist einfach zu groß. Bleibt mir einfach treu, schaut weiter zu. Ich habe am Ende des Videos noch eine kleine Überraschung. So viel sei schon mal gesagt, es geht um zwei Lokomotiven E03, beziehungsweise später hießen sie ja dann 103. Die berühmte erste IC-Lokomotive bei der Deutschen Bundesbahn. Das Modell, was die Firma Märklin gebaut hat, ist eigentlich sehr gut gelungen. Es läuft sehr stabil und hat auch eine extrem hohe Zugkraft. Aber wie gesagt, das kommt dann am Ende des Videos. Zunächst haben wir hier weiter den Kampf, dass die Schienen einfach noch nicht so zusammenpassen, wie ich es gerne hätte. Zu diesem Zeitpunkt habe ich ja noch nicht geahnt, dass man das Gleis 1 komplett lösen muss, um das Thema in den Griff zu bekommen. Bei Gleis 2 mit dem Querstück sieht es zurzeit gut aus. Da ist alles im Griff, aber Gleis 1 will und will und will nicht passen. Jetzt machen wir mal eine Probe, ob wenigstens das, was schon mal zusammengebaut ist, auch funktioniert, dass man da schon mal abschließen kann. Jawohl, das Stück ist okay. Jetzt bleibt uns nur der weitere Kampf mit dem Gleis 1. Zunächst fixiere ich jetzt erst einmal den Bereich, der schon mal in Ordnung ist, damit man nicht, wenn dann Gleis 1 gelöst ist, hier wieder ein Problem auftritt. Wie man hierbei sieht, ist Modellbau nicht einfach mal so eine schnelle Sache, sondern Modellbau ist immer etwas Langwieriges. Ich habe übrigens einen ganzen Nachmittag an diesem Problem gearbeitet. Das, was wir jetzt im Video noch sehen, ist nur ein Bruchteil der Zeit. Zwischendurch bin ich mehrfach weggelaufen und habe passende Schienen im Lager gesucht, ob ich nicht vielleicht doch noch mit einem kurzen Stückchen da was machen kann. Aber das kurze Stückchen, was ich hatte, war halt 1 Zentimeter, der passt nicht dazwischen. Wir brauchen einen halben Zentimeter. Aber wir können nicht einfach so ein halbes Zentimeter Loch lassen. Das gibt einfach einen zu starken Stoß und dann ist die Gefahr, dass es entgleist oder sich ein Schleifer verheddert, gegeben. Können wir nicht lassen. Also habe ich den Kampf fortgesetzt. Zum Glück ist es nur die eigene Arbeit, sodass man nicht auch noch die ganze Arbeitszeit bezahlen muss.
denn dann wäre der Modellbau nicht mehr finanzierbar. So, jetzt kommen wir doch zu dem Punkt, dass das Gleis 1 komplett zerlegt werden muss. Also habe ich zunächst einmal sämtliche Schrauben herausgenommen. Und es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als auf der gesamten Strecke die Schrauben herauszunehmen und die Schienen zu lockern. Auch die Schraube kurz vor der Kamera muss auch noch raus, sodass man jetzt eine Strecke von 7 Schienen frei bekommt und dann werden wir den halben Zentimeter auf der gesamten Strecke verteilen. So, das war jetzt die Chance, das Loch in irgendeiner Form wieder zu stopfen. Jetzt müssen nur noch die kleinen Stückchen angepasst werden, damit man mit der richtigen Länge. So, jetzt müssen wir noch die passenden Stücke zusammensuchen und dann versuchen, dass man die Lücke schließen kann. So, jetzt haben wir den hinteren Bereich schon mal wieder fertig von Gleis 1. Und jetzt werden wir versuchen, die Lücke entsprechend zu schließen. Wieder Maß nehmen, dann die Stückchen zusammensuchen und dann hoffen, dass man das Teil endlich zusammenbekommt. Langsam wurde ich auch schon ein bisschen kribbelig, weil wenn es hinten und vorne nicht funktioniert, verliert man auch langsam die Lust. Jetzt werden nochmal die Schwellen gezählt, ob man jetzt mit den Teilen hinkommt. Es passt immer noch nicht. Nächster Versuch. Ach, jetzt könnte es langsam werden. Irgendwie sieht es jetzt so aus. Ah, das ist immer noch eine Schwelle zu wenig. Ich hoffe, ihr habt auch schon mal solche Erlebnisse gehabt. Dann könnt ihr mein Leiden nachvollziehen. Ja, das sieht jetzt erstmals gut aus. Jetzt müssen wir noch probieren, ob das Ganze sich schließen lässt. Wird es wohl passen? Naja, da haben wir jetzt wieder mal nichts. Es ist einfach verhext. Zwischendurch hat mich. Und noch immer kein Ende mit dem Einpassen der Schienen. Langsam verliere ich doch auch ein bisschen die Lust. Ich würde das Ganze in die Ecke werfen, aber man hat ja auch ein bisschen Ehrgeiz. Und so kommen wir zum nächsten Versuch.
Mal sehen, ob es diesmal passt. Noch haben wir die Schienen nicht endgültig befestigt, sodass man immer noch ein bisschen hin und her schieben kann. Wir müssen nach wie vor die 0,5 cm irgendwie wegbekommen. Zunächst hat man wieder das typische M-Gleis-Problem, dass man die Schienen nicht zusammenbekommt. Entweder ist der eine Stift nicht drin oder der andere Stift nicht drin oder es ist gar nichts drin. Gleichzeitig muss man auch gucken, dass die Stromversorgung für das Signal immer noch mit dabei ist. Sonst ist nach dem Zusammenbau das Signal nicht funktionsfähig und dann kann man es gerade wieder vergessen. Es ist einfach zum Haare ausraufen, wenn man sich das anguckt. Aber ich wollte keinen Schönwetterfilm machen. Man muss der Wahrheit doch ein bisschen ins Auge schauen. Und nochmal anmessen, weil jetzt war es natürlich doch wieder zu lang. Jetzt kommen wir zum nächsten Versuch, diese Lücke endlich mal zu schließen. Das ist nicht zu glauben. Wenn ich nicht schon 50, 60 Jahre solche Dinge gemacht hätte, würde ich ja denken, ich bin eine Flasche. Aber so kann man das jetzt nicht unbedingt sehen. Eigentlich müsste ich doch nur wirklich genug Erfahrung haben, wie man so ein Problem in den Griff kriegt. Kommen wir zu einem weiteren Versuch. Freut euch schon auf das Kleine, was ich da am Ende des Videos noch für euch habe. Die zwei Lokomotiven EN103 auf der Bergstrecke. Es macht Spaß, diesen beiden Lokomotiven zuzuschauen, wie die den Berg meistern. Einfach Kraftpakete. Aber zunächst müssen wir hier immer noch unsere Lücke schließen, sonst ist eine Fahrt auf den Berg überhaupt nicht möglich. Und der nächste Versuch. Es sieht im Moment gut aus. Wenn ich jetzt noch die zwei Dinge zusammenkriege, haben wir es vielleicht geschafft. Na? Es hakt wieder an allen Ecken und Enden. Und ich muss auch wieder auf den Kontakt achten. Wenn die Stromversorgung nicht funktioniert, nutzt das Zusammenstecken überhaupt nichts. Na? Das Ganze ist natürlich auch unter Spannung. Wenn man neu baut, wäre das ja gar kein Problem. Dann ist entweder links noch offen oder rechts noch offen. Aber hier sind wir mittendrin. Ja, es sieht perfekt aus. Jetzt müssen wir die Lücke nur noch gleichmäßig verteilen. Ich habe ja schon bald nicht mehr damit gerechnet, dass man das Problem in den Griff kriegt. Alleweil sieht es gut aus. Jetzt müssen wir noch die Weiche ausrichten, dass sie genau mittig im Tunnel liegt. Sonst haben wir wieder da ein Problem, dass die Züge gegen den Tunnelportal fahren, statt durch den Tunnel. So, jetzt kommt noch die Feinausrichtung, dass wir keinen Knick haben.
Und jetzt können wir die Schrauben reindrehen. Jawohl. Zunächst mal ganz rechts außerhalb des Bildschirms. Eine Schraube aufgenommen. Mit ein bisschen Druck. Wir müssen natürlich wieder neue Löcher machen. Löcher sind jetzt einen halben Zentimeter daneben. Ah, es greift noch nicht. Aber jetzt zieht es sich ran. Gut, jetzt kommen wir zur nächsten Schraube. Ich darf nicht vergessen, in meinem Alter sind auch die Augen nicht mehr so gut. Früher waren die mal viel, viel besser. Zum Glück haben wir inzwischen Torx-Schrauben. Die lassen sich wenigstens leichter verarbeiten, wie in meiner Jugendzeit, wo es nur Schlitzschrauben gab. Auch diese Schrauben werden wir jetzt versenken. Weiß schon, warum ich den ganzen Nachmittag gebraucht habe. Eindeutig hier wieder zu sehen. Mit Druck werden wir auch diese Schraube versenken. Es tut sich was. Jawohl, fest. Und noch eine Schraube notwendig. Kommen wir jetzt langsam zu einer Probefahrt. Es sieht so aus. Jawohl. Jetzt machen wir nochmal die Lichtprobe. Mit dem Anhänger. Jawohl. Funktioniert. Signal an. Jawohl. Signal aus. Klappt. Hey. Und jetzt beginnt eine Probefahrt. Mit der E103. Es funktioniert. Ich hab ja schon gar nicht mehr mitgerechnet. Jawohl, auch die Lokomotive funktioniert in beiden Richtungen. Und nun kommt das versprochene Finale mit den 103ern auf der Bergstrecke. Viel Spaß beim Zuschauen. Und gleichzeitig möchte ich mich jetzt schon bedanken, dass ihr bis hierhin das Video ausgehalten habt. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ich wieder mal etwas zu tun habe.